So, Toddy, ich bin jetzt da. Ja. Ich scanne dich erstmal. Das sehen wir. Du hast 99,56%, warum auch immer. Ja, du hast das vorhin beim Landen schon wieder gerade kaputt gemacht. Hinten die rechte, die linke Finne ist irgendwie angestoßen. Toddy, das warst du beim Ausparken, oder? Nein, nie. Bestens weggeflogen. Okay. ist ja geil, nicht immer die Skyline aufmachen zu müssen, zum NPC-Bounty-Farm. Ja, das ist cool, ne? So, Toddy, du hast 96,56%. 99,56%. Ja. Das ist genau fertig. Was hast du? Ballistik drauf, ne? Oder? Genau, und jetzt will ich nämlich mal wissen, du hast nämlich die Sakrunschilder und ich weiß nicht, wer die unten sind, weil man kriegt die zurzeit in den MFDs nicht angezeigt, ne? Wenn du mich aufschaltest, du siehst meine Schilde nicht mehr. Oh ja, stimmt. Sehe ich nicht mehr. Was echt blöd ist, das ist mit den SDF-Schilden jetzt reingekommen. Man weiß nicht, ob die Schilde des Gegners unten sind oder nicht. Ja, und das ist nicht so lustig. Aha. Man kann es höchstens vielleicht am EM-Wert sehen, ne? Oder IR-Wert. Sowas, damit man sich davon ableiten kann, ja. Ja. Da müsste man die aber auch auswendig kennen von den Schiffen. Genau, da musst du das kennen als Dogfighter. Ja. So, okay. Ich habe hier übrigens auch keine HUD-Anzeigen mehr, falls euch das auffällt. Ne? Ich habe einen Helm auf, ich bin ja draußen eingestiegen, habe aber jetzt hier oben rechts und oben links trotzdem keinerlei Anzeigen. Was ist denn hier los mit dem Ding eigentlich? Das Licht sieht komisch, entschuldigt. So, und jetzt schieße ich mal auf den Toddy irgendwie einen Moment, bis der sagt, okay, jetzt gehen meine Schilder runter oder beziehungsweise jetzt werden meine Schilder rot oder sowas, weil es dürfte kein Schaden durchkommen. Erstmal so normal testen, ein paar Sekunden. Wow, die Schilde gehen aber schnell runter. 99,56 ist immer noch am Start. Wie sieht's aus mit deinen Schilden? Regenerieren sich nicht. Sind die ganz weg jetzt schon? Nee, 36 der vordere, aber er regeneriert sich nicht. Da war der wirklich schnell weg. Ja. Also Schaden hast du keinen gefressen, wenn sieht zumindest so aus. Regeneriert sich gar nicht. Ich gehe mal auf eine andere Seite. Ja, das dauert bei den Sakurunen echt lange. Du könntest jetzt übertakten, damit das... Doch, jetzt kommt er. Ah, der hat, glaube ich, auch noch einen Buffer oder so. Der braucht unheimlich lange, bis er anfängt zu regenerieren. Ne? Ja, ist bei dem jetzt so. Jetzt geht es doch ganz fix. Jetzt bin ich schon bei 90, jetzt bin ich gleich wieder voll vorne. Okay, gut. Ich versuche es aber trotzdem mal von der anderen Seite. Du sagst mir, falls die dann runter sind, dann muss ich spätestens aufhören. Ja. Du machst das gut. Du endest immer so bei 30 ungefähr. Das ist gut. Immer noch 99,56. Das wäre gut. Ja, das würde heißen... Der ballistische Schaden kommt nicht mehr durch. Das wäre sehr gut. 99,56. Das stimmt. Wir tun mal noch hinten probieren. Ja. Hinten die sind noch voll, oder? Hinten ist noch voll. Und? Wie viel Prozent? 48. Ah, okay. Kann man noch bitte? Kann man noch? Ah, es reicht. 14 nur noch. Okay. 99,56. Das wäre gut. Kann man denn die Schilde auch umbauen auf andere Schiffe oder sind die hier... Die kannst du umbauen. Die Sakurun-Schilde, die Size 1, sind ja mit der Talon reingekommen und hier hast du Size 2 Schilde. Ich probiere es jetzt nochmal von der anderen Seite. Da haben wir alle Seiten durch. Ah, stopp! Stopp! Jetzt hast du mich auf 0 runter. Ja, aber es ist trotzdem nichts abgezogen worden. Und jetzt, wo ich ihn auf 0 runter habe, dann probieren wir gleich auch nochmal. Sind noch auf 0? Nein. Ne, sind bei 30 wieder. Warte. Jetzt habe ich Schaden gemacht. Ja. 89,86, ja. 88,60. Okay, also, die Schilde scheinen wieder zu funktionieren, Leute. Gut. Nur, dass ihr halt nicht angesehen kriegt, wenn ihr Schilder hat. Und ihr merkt ja auch, ich schieße total kurz drauf. Und selbst die Size-2-Schilde von den Sakurin, die haben so wenig HP, dass die total schnell unten sind. Also, ja. Echt.
Und jetzt würde mich halt eigentlich interessieren, Totti, was passiert denn, wenn man die mixt mit einem Palisade, damit man mehr HP hat? Hat man dann immer noch keinen ballistischen Schaden oder wie ja, sieht es denn die, aus? Ist die Frage, ne? Wie man die kombinieren kann. Ja. So, ich würde noch einmal von vorn. Das ist ja, voll, ne? Ich habe vorne 99, also es ist nicht wieder ganz auf 100 gegangen. Okay. Könnte vielleicht auch. Wie viel Prozent noch? 42. Das ist wirklich so. Sehr cool. So, jetzt mal Schaden. 82. Klappt. Sehr schön. Nur, dass der Totti im Nachhinein noch Schaden gekriegt hat, wo ich gar nicht mehr geschossen habe. Aber ich weiß nicht, es muss ein Mikroasteroid gewesen sein oder sowas. Mikrometeor. Sehr gut, danke schon mal dafür. Ja, jetzt könnte man ausprobieren, entweder testen wir jetzt mit gemixt, quasi mal eine Palisade rein und dann wäre die Talon noch auf der Liste. Die müsste auch ausprobiert werden. Oh, meine Schilde, die sind fast bei einem Mal weg. Boah, ist ja übel. So, dann halten wir jetzt die Totti hier. Die hat hier die Schimmerte, glaube ich, drauf. So, dann gehe ich mal schnell auf munitionieren. Beziehungsweise in Totti mal ein neues Schiff spawnen und das umstatten. Hoffentlich geht eure eben nicht kaputt oder sowas. Also ich gehe jetzt mal außerhalb. Jetzt gucken wir uns auch mal an, wie es von nahen aussieht. Totti, hast du schon 100%? Jo. So, jetzt gucken wir auch nochmal scannen. 100% hat er auch hier. So, und jetzt fangen wir mal von vorne an drauf zu schießen. Und er kriegt sofort Schaden. Ja, 98,7. Also der Effekt geht verloren, sobald man die Schild mixt, Leute. Ja. Schade. Das wäre nämlich toll gewesen, wäre das nicht so. Also ja, versuchen wir es nochmal von der Seite. Geht sofort durch. Ja. Vielleicht nochmal zum Vergleich. Gerade hat er ja noch 100 gehabt. Jetzt ist hier durchgegangen. Jetzt versuchen wir es nochmal von der anderen Seite. Dann haben wir auch wieder alle Seiten. Oh, jetzt habe ich schon mega leck. So. Ihr seht ihn aufblinken. Wie hoch sind deine Schilde? Wie viel Prozent, Totti? Also machst du ungefähr die gleichen Feuerstöße, weil jetzt sinke ich nur bis auf 80 runter? Nee, ich mach kürzer. Ich wollte bloß immer, weil du schon immer dann Schaden kriegst. Jetzt siehst du, jetzt bist du schon bei 97%. Ja, ja. Aber der lädt schneller. Lädt viel schneller hoch. Ich habe keinen Buffer dazwischen, also der braucht hat keine Verzögerungszeit, der fängt direkt wieder an hochzuladen und lädt auch meines Empfindens nach schneller hoch. Ja, na, weil das Akkuron jetzt gepaart ist mit dem Scheut. Jetzt seht ihr, schon wieder Schaden gekriegt. Jetzt sind wir schon bei 96,84. Krass. Ja, bringt dann also nichts. Jetzt sehen wir es uns mal aus der Nähe an. Jetzt seht ihr mal was von den neuen Schildeffekten. Beziehungsweise wie sie sehen. Nicht viel, weil ich immer bloß an einer total kleinen Stelle einschlage, da muss ich wirklich nah. Seht ihr das? Und das bringt natürlich auch den Piloten Vorteil, weil nämlich jetzt bist du auch gestört, oder? In der Sicht. Ja, aber das ist jetzt nur noch ein kleiner Fleck, ne? Mhm, genau. Das ist wie so, das sieht aus wie so, wenn man was ins Wasser wirft. Ja, auf dem Schwanz von der Krabbe sehe ich das besonders gut. Jetzt tu mal bitte, Totti, jetzt sehen wir ja hier quasi, dass die Schilde hier irgendwie anfangen. Jetzt tu mal bitte deine K drücken und deine Triebwerke klappen damit. Klappen sie? Nee. Dann drück mal N. K, ne? Ja, genau, K. Ich habe H gedrückt, Entschuldigung. Genau. So, jetzt gucken wir mal, ob die Schilde mitgeklappt sind.
Aha. Ja, sieht so aus. Aber hier nicht. Die Flügelspitzen scheinen keine Schilde zu haben. Währenddessen der Hauptteil hier Schilde besitzt. Okay. Das ist merkwürdig. Hier scheint außen drumherum, quasi um das Hauptteil, hier scheint der Schild mit geklappt zu sein. Seht ihr? Hier ungefähr da auf. Oder naja, gut, auf der anderen Seite seht ihr das besser. Hier. Und dann hört er dann auf. Kriege ich aber auch keine Treppe angezeigt, wenn du dann diese Federspitzen bist. Ja. Scheint aber, geht auch nicht durch. Wenn ich jetzt mal hier drauf schieße und auf und fertig schieße. Seht ihr? Keine Schilde. Aber durch geht dann in dem Moment auch nichts, wenn ich da genau drauf schieße. Hm, Schützentotti, ein bisschen Schilde braucht das Teil offensichtlich nicht. Scheint unverwundbar zu sein. Ups. War das Schild von hinten etwa nicht da? Von der Seite war es da. Doch, hier ist es da. Da habe ich wahrscheinlich das Schild schon zu sehr runtergeschossen gehabt. Ja, Schildanzeige fehlt eben in dem MFDs. Man sieht nicht wirklich, wie viel Schilde hat das Schiff noch. Das ist jetzt so ein bisschen problematisch. Wir gucken nochmal von innen, ob es eigentlich hier durchgeht. Nein, hier ist frei. Hier fangen die Schilde wieder an. Hört ihr das? Klappt nochmal hoch, Toddy? Auf die K-Taste? Ja. So, und jetzt seht ihr, hier sind keine Schilde mehr. Sind die Schilde hier? Aber die Schilde scheinen bei der Prowler nicht optimal mitzuklappen. Es scheint ein paar Stellen mit Schildlöcher zu geben. Entschuldige, jetzt habe ich die Prowler natürlich ein bisschen auseinandergenommen. Aber zumindest haben wir das ganz gut gesehen. Hier hinten klappt sich dann nichts weiter. Hat aber auch Schilde, die quasi im Rumpf gehen, ihr seht's. Ja, cool. Danke, Totti, für den Test. Jetzt wissen wir schon mal, durch die Sakuran kommt nichts durch an ballistischen Schaden. Solange da nur Sakuran drin sind, ist da noch was anderes drin, dann sieht's anders aus. Hinter dir kommt ein NPC, Totti. Der will dich angreifen. Warum? Ich bin nicht böse. Weiß ich nicht. Aber, der ist aber weißt, böse. Und aber rot. Weißt du, was auch gut ist? Was ich auch gut finde? Was denn? Dass die ballistischen Schüsse eine Auswirkung auf das Schiff haben. Hast du ja gesehen, dass du dich bewegst, ja. Die ganze Zeit still. Aber wenn du dann hinten so die Flügel getroffen hast, dann hat sich das bewegt. Dann hatte ich quasi Force Reaction. Mhm. Was will der Typ von mir? Das ist ein NPC, Toddy, der auf dich schießt. Das ist roter oder was? Ja, ein roter NPC. Hat einen Crime Sturt. Eins. Hm, der lässt sich vielleicht komisch treffen. Ja, lässt sich sehr komisch treffen. Okay. Sah irgendwie anders aus. Für uns sind die Schüsse ein bisschen woanders hingeflogen. Okay, ich mach mal Selbstzerstörung, ne? Ja, während des Klappens haben wir jetzt verpasst, natürlich, oder? Warte mal, kann man nochmal während des Klappens machen? Hast du noch was zu klappen, Totti? Ich weiß nicht, hast du mir alles abgeschossen? Ja, ich glaube auch. Ja, jetzt ist alles ab. Müssen wir nochmal einzeln machen. Ja. Mhm. Aber auf jeden Fall sehen wir schon mal, dass die verschiedenen Status haben, die Schilder. Ich nehme mal an, die werden sich dynamisch mitbewegen. Wäre merkwürdig, wenn es nicht so ist. Ja, danke fürs Testen erstmal, Totti. Immer gerne. Mit der Talon. Schilder sind natürlich voll. Mal kurz halt. So, wir gehen mal wieder auf denselben Abstand, irgendwas um die 400 Meter, das ist realistisch. Der Totti hat die Flügel noch ausgeklappt. Kannst du so lassen. 100% hat die Talon auch, wenn wir hier jetzt scannen. Seht ihr das? Dann Totti, sag mir, bevor die Schilde zusammenbrechen, ne? Mach ich. 50 aus. Wow, die gehen ja noch schneller runter. Ja, das sind nur diese S1-Schilde. Okay, du bist aber immer noch bei 100%, das ist gut. Die Schilde gehen aber auch schneller hoch als die von der... Mhm, das sind jetzt zweimal die kleinen Sakurun, die S1-Schilde.
Sagst du mir, wenn wieder alles auf 100 ist? Ja, auf 100. Okay, dann versuche ich mal die Seite. Unter 50, 20. Immer noch 100%. Können wir hier kurz weggehen? Bis auf 20% hätte ich die runter. Ja, gerade. So. Dann versuchen wir es mal von hinten. Über 50, 20. 100%. Das ist gut. Hier kommt nichts durch von dem ballistischen Schaden. Sehr schön. Jetzt machen wir die letzte Seite noch. Unter 50, 20. Ja. Klappt 100%. Ich versuche noch mal einmal von oben. So, jetzt muss ich aber warten. Sag's mir, wenn alles auf 100 ist. Alles auf 100. Die laden sehr schnell wieder hoch hier bei dem. Das ist gut. 50. Passe hinten und seitlich. Okay, alles klar. Du bist immer noch auf 100%. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir durchgehen, ob du auch wirklich Schaden kriegst, wenn die Schilde weg sind. Ja. Schild weg, vorne. Ja, jetzt hast du auch Schaden gekriegt, 94,99%. Die sind also wirklich tatsächlich so, dass die ballistischen Schaden abhalten. Erst wenn sie unten sind, lassen sie ballistischen Schaden durch. Sehr gut. Auch die Size 1 Sakurun-Schilde funktionieren damit. Jetzt können wir noch gucken, ob die Flügel mit drin sind. Ja. Ja. Ja, sind. Hast mich schön weggedrückt. Ja, so ein bisschen. Ja, sind auf jeden Fall mit drin jetzt, die Flügel. Und hinten. Ja, ist auch mit drin. Ja, sehr schön. Echt schön. Und ist natürlich auch alles mit drin. Schön. Oh, jetzt hören sie nicht auf zu schießen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Schaden gemacht, weil die Schilde schon unten waren. 91,1%. Ja, sehr gut. Cool. Hat geklappt. Danke, Toddy. Bitte. So, und jetzt könnte man noch den Gemix-Test machen. Ich habe die schon vorbereitet. Ja, da fight ich hier vielleicht ein bisschen. Na, da kommt jetzt schon noch. Zwei Geschütze? Ja. Aha. Das hat aber lange gebraucht für mich, hör mal. Ja, ich dachte, du wolltest nochmal auf mich drauf gucken und schießen. So. Genau. Dann fangen wir wie immer an. Der Totti, der hat jetzt quasi eine Talon Shrike mit Mixed-Schilden. Einmal Sakurun, einmal Schimmer. Ist bei 100%. Da halten wir drauf. Genau, und wir testen jetzt gleich mal vorne. Sag mir, wenn die Schilde unten sind. Aber du kriegst sofort 50. Schaden. Hat sofort Schaden gekriegt. Okay. Wie bei dem anderen Schiff, Leute. Sobald wir hier einen Mix drauf haben, gibt es schon Schaden. Bei den ballistischen. Also merkt euch das. Ballistische Waffen kommen immer durch die Schilde durch. Wenn's, solange es keine Sakurun sind. 50. Das ist schon 97%. Ja, und wieder gleich Schaden. 96,48. So haben sieht's die denn, aus. Haben die denn irgendeine Schwäche? Also kann das sein, dass die Plasma-Laserschüsse durchlassen oder so?
Nee. Die haben halt relativ wenig Schildpunkte. Ja. Du merkst ja, die sind immer relativ schnell runter gewesen, ne? Egal mit welcher Waffe du drauf schießt, durchgeht nichts. Durchgeht nichts, solange die nicht unten sind. Und bei den normalen Schilden ist es halt so, dass Energiewaffen nicht durchgehen, aber eben bei allen Schilden ballistische zu einem gewissen Teil. Und hier sehen wir halt, okay, sobald du die mixt, dann verlieren die ihren Effekt. Also, würde ich mal so grob über den Daumen gepeilt sagen, euch bringt das nichts, die Sakurun zu mixen. Wenn, dann habt ihr hier zweimal Sakurun drauf. Mixen ist eher nachteilig, weil ihr dann die Eigenschaft von den Sakurun verliert und auch nicht gerade das Schild habt mit den tollsten Anzahlen an Hitpoints. Da könnt ihr lieber gleich zwei Schilde drauf machen, die mehr Hitpoints haben. Mein Fazit dazu. So, das war die Plus, ja. Laufen ja so schnell heiß, die Waffen. Hast du was übertaktet? Nee, hab ich noch nicht. Dort sind jetzt Standard, glaube ich, Laser drauf. Light Strike. Ah, jetzt sieht man wieder nichts. Schilde dürftest du keine mehr haben, oder? Okay. Nee, war vorbei jetzt. Dafür gab es wieder eine schöne Explosion. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Toddy, fürs Testen. Immer gern.